Das Glücksrad wird immer bestimmen, welche Attraktion ich auf der Kirmes machen muss. Let's go. Wir schauen, welche Attraktion kommt raus. Sehr gerne. Ja, klar. Oh! Oh! Ah! Er hat es, ja, hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf der Kirmes, Leute. Heute gibt es ein richtig krankes Special-Video. Ihr seht schon, wir haben einfach mal ein ultra heftiges Glücksrad am Start mit richtig vielen verschiedenen Attraktionen von der Kirmes oder Messe. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das nennt. Und wir machen heute auf jeden Fall eine kranke Challenge. Das Glücksrad wird immer bestimmen, welche Attraktion ich auf der Kirmes machen muss. Bin auf jeden Fall komplett krank. Lasst schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo, Leute. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe schon ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor diesem einen Hammer. Das sieht man da hinten kurz, glaube ich, wenn der so hoch schwingt. Aber ich würde sagen, erste Sache, let's go. Oh mein Gott. Okay, was kommt als erstes, Leute? Und okay, wir starten erstmal relativ easy mit Dosenwerfen, Leute. Ihr seht es. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Probieren wir mal krasse Preise abzustauben. So, Freunde, wir haben jetzt auf jeden Fall drei Bälle und wir versuchen jetzt einfach mal diese Pyramide da zu treffen. Ich weiß nicht, ob mein Wurftalent so krass ist, wir werden es sehen. Okay. Ah ja, schon mal erster Versuch hier. Ach so, okay. Oh, okay, okay. Eieiei, ei, ei. Wie habe ich den denn da rausgeworfen? Boah, man kriegt Feuerzeug? Ja, okay, komm. Vielen Dank. Okay, Leute, kleiner Trostpreis. Ne? So ein Feuerzeug kann man auf jeden Fall nicht zum Rauchen verwenden. Und ich würde sagen, weiter geht's. So, Freunde, wir kommen jetzt zur zweiten Attraktion. War ja schon mal ein kleiner Fail hier zum Start, aber immerhin was gewonnen, Leute. Und let's go. Wir schauen, welche Attraktion kommt raus als nächstes. Ich habe Angst, ich habe Angst. Oh mein Gott, Breakdancer, Leute. Oh mein Gott, das ist richtig schlimm direkt zum Start. Aber wir gehen jetzt einfach mal hin. Das ist so ein ultraschnelles Karussell quasi. Und let's go. Freunde, wir sitzen jetzt auf jeden Fall hier drin im Breakdancer. Da steht auf jeden Fall mein Kollege und filmt. Und oh mein Gott, es geht auf jeden Fall los. Oh mein Gott, bin gespannt. So, alles klar, meine Herren. Bügel schließen, wir starten. Okay, los. Okay, okay. Leute, ich bin hier komplett alleine. Ich check auch nicht warum, aber ich bin jetzt mal gespannt. Noch komplett alleine den Breakdancer für mich. Oh, es geht los, geht los, geht los. Es geht auf jeden Fall los. Also Leute, ey, nach dem Breakdancer ist mir komplett schwindelig, ich schwöre. Alter, aber egal, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir drehen das nächste Mal, Leute. Okay, mal schauen, was kommt. Ich bin gespannt. Okay. Oh, es kommt Autoscooter. Okay, das ist natürlich auch ganz nice. Das haben wir sogar direkt dahinter. Die Sache ist nur, ich glaube, da sind noch nicht so viele Leute. Egal, wir machen es auf jeden Fall trotzdem. Let's go. Okay, Leute. Oh mein Gott. Wir rammen jetzt mal hier jemanden, Alter. Boom! Boom! Junge, Alter. Einfach mal hier Autoscooter, Leute, und komm her. Oh, ey! Oh, ey, da müssen wir uns rächen, Leute. An den Kollegen, einmal. Ey, let's go! Ja! Okay. Moin! Boom! Ey, Alter, der glaubt, Mobs ist dein Lieblingscrawler, Leute. Oh, Alter, da wurden wir kurz ein Sandwich, Digga. Geht's dir noch gut? Ja. Boom, Alter, komplett weg. Kick. Ja. Okay, Leute, wir haben als nächstes auf jeden Fall jemanden hier getroffen und du wolltest für uns drehen, hast du gesagt. Kannst auf jeden Fall richtig fest drehen. Ich halte es hier fest und dann boom. Oha, die nächste Drehung, Leute. Ey, ich hoffe, es kommt nichts Schlimmes jetzt. Und Musikexpress. Oha, okay. Das ist quasi da hinten, dieses ganz schnelle im Kreis, Leute. Eieiei. Aber auf jeden Fall ist okay, würde ich sagen. Danke dir. Und da gehen wir jetzt hin, Freunde. Okay, Leute. Jetzt bin ich mal sau gespannt. Ich gehe jetzt schon mal nach außen. Ja! Okay, Leute.
Ich bin mal mega gespannt. Also, ich bin das schon einmal gefahren, glaube ich, aber ist schon länger her. Let's go, Leute! Ich steh mal hier um. Junge, da wird ja richtig laut gehupt hier. Juhu! Also Leute, ey, das hat Spaß gemacht. Also es war auch gar nicht so schlimm wie Breakdancer. Ich würde sagen, ich bin wieder bereit für die nächste Attraktion, Mann. Mal schauen, was das nächste ist, Leute. Let's go. Okay. Und das Glücksrad als nächstes. Okay, dann würde ich sagen, let's go, Freunde. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier beim XXL Glücksrad auf jeden Fall. Und hier gibt es auf jeden Fall auch krasse Preise. Ich glaube, Auswahl ist das krasseste oder 1000 Punkte, glaube ich. Den wir hier anlaufen. Okay. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was rauskommt. Okay, gönn. Oh, noch eine ganze Runde vielleicht. Okay. Oh, 100. Okay. 100 Leute, ist jetzt nicht ganz so stark. Okay, nochmal. Okay. So, Leute. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr hoffen, ja? Okay. Vielleicht dieses Mal. Ja. Ah, noch eine Runde. Okay. 200. Okay, schon mal deutlich stärker. 200. Jetzt Auswahl, Leute. Jetzt muss Auswahl kommen. Ich greife sogar extra hier am Ausfall. Okay. Ich weiß nicht, wir hoffen, dass das was kommt. Okay, gönn. Ja. Ja. Oh, okay, 100. Kannst du aussuchen oder? Eins davon? Ja. Schleim. Ah, Schleim. Ja, komm, dann nehmen wir den Schleim. Heute Unicorn Fußslime. Das sieht doch sehr geil aus. Auf jeden Fall Dankeschön. Ich würde sagen, Leute, hat sich doch gelohnt. Ich glaube, wir zeigen mal hier den Schleim für euch. Okay, Leute, hier ist der Schleim. Ja! Bruder. Oh! Oh ja! Leute, wie findet ihr den Schleim? Sagt ehrlich. Hat sich doch gelohnt. Besser als das Feuerzeug. Besser als das Feuerzeug. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier auf jeden Fall am Start. Wir haben hier ein paar Mädels getroffen und ich habe jetzt einfach mal gesagt, die können einmal drehen und ich bezahle denen die Fahrt auf Ehre. Na, das heißt, wer von euch möchte, willst du? Okay, du kannst gerne was spinnen. Gib dir Mühe. Mal schauen, was du bekommst. Okay. Und Zirkushaus. Okay, also das ist dieses Haus da hinten irgendwo mit dieser Rutsche, ne? Okay, ich würde sagen, wir können einfach mal hingehen und dann zahle ich das euch. Also Freunde, wir sind jetzt hier beim Clownhaus und natürlich, ne, auf Ehre Leute, einmal, dreimal Ticket könnte ich jetzt. Okay, also, wie gesagt, du hast zwar Glücksrad gewonnen. Sehr gerne. Ja, klar. Hoffentlich kommt jetzt mal was Neues dran. Wir hatten schon einiges. Let's go. Und Riesenrad. Oha, okay, das hatten wir noch nicht. Würde ich sagen, wir kommen mal zu Riesenrad. Die Fahrt ist ja vielleicht ein bisschen langweilig, ne? Passiert nicht so viel, deswegen habe ich extra vorgesorgt, falls das Riesenrad rankommt. Und Leute, Alter, was habe ich denn hier? Einfach mal eine Brawlbox und, oha, Digga, ein Booster-Pack. Das werden wir jetzt hier auf der Fahrt öffnen. Junge, auf jeden Fall, Leute, uns sind so schon so viele gekommen, die was gratis jetzt auch haben wollten. Das ist echt ganz krass, aber ich würde sagen, ich starte mal mit der Brawlbox. Mal schauen, was hier drin ist, Leute. Legendäre. Oh. Legendäre. Okay, wir sehen noch nichts. Und, Bruder, was ist das denn? Junge, das ist einfach der alte Rico, ne? Der sieht komplett kacke aus. Junge. Oh mein Gott. Aber, Leute, das Booster-Pack kommt jetzt auch noch dran. Schauen wir mal. Die erste Runde im Riesenrad ist auch schon vorbei. Ich würde sagen, wir packen das mal aus hier. Ich sag, es wird eine epische. Epischer? Epischer. Sind ja mehrere drin, ich hoffe legendäre auch. Ja, so. Okay Leute, das ist die Rückseite. Ihr seht noch nichts hier. Und jetzt hoffen wir mal, dass wie gesagt ein legendärer drin ist. Der erste ist einmal Shelly. Okay, Shelly ist der erste. Dann der zweite. Barley. Magier Barley, auch nicht so krass, Leute. Dann der nächste ist.
Ah, der alte Brock, dieser OG Brock. Auch nicht so krass, bin ich ehrlich. Und Barley. Ah, geht so, ne? Geht so. Okay, einmal Karl die Kloschüssel haben wir noch am Start. So. Okay, Leute. Und einmal Daryl. Alles klar. Und einmal noch. Oh mein Gott, let's go, Leon! Und nochmal Crow! Zwei legendäre. Zwei einfach. Leute, guck mal, das ist die einzige Karte, die so eine gelbe Rückseite auch hat, irgendwie, ne? Also, du hast ja eben falsch gelegen beim epischen Brawler, ne? Zwei legendäre. Deswegen würde ich sagen, ich würde gerne auf deinen Nacken so ein Plüschtier aus dem Kran-Automaten ziehen. Ich würde sagen, das ist eine angemessene Strafe. Oha, danke schön, Leute. 5 Euro, viel Glück. 5 Euro, 5 Spieler. Wir haben uns hier die Minions rausgesucht. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, erste Runde ist immer nur testen, wie es funktioniert erstmal. Okay, ich würde sagen, wir nehmen uns mal den Bratan hier. Ich glaube, der ist gut. Und gönn. Ah, okay. Ah, erste Runde nicht so gut, Leute, aber 2. Euro, würde ich sagen. Let's go. Wir nehmen uns dann diesen Ball hier. Bisschen zurück noch, vielleicht so. Ja, könnte klappen. Oh! Uhuhu. Boah, der wäre möglich. Der wäre möglich, Leute. Nächster Euro. Boah, gleich wird auf jeden Fall eventuell es gönnen. Okay, vielleicht jetzt. Ah, der wird nix. Ah, aber guck mal, ich hab den gut gedreht, oder? Ja, jetzt könnte klappen, ja. 2 Euro noch. Oh mein Gott, ich hoffe es klappt. Ich habe den eigentlich schon gut vorbereitet. Okay, jetzt vielleicht? Ach, Digga, ey. Das ist ein Witz. Ich glaube, ich probiere doch den. Okay, Leute, der allerletzte Euro. Ey, Mann, hoffentlich gönn's. Ey, Leute, wenn ihr wollt, dass ich hier mal so richtig viel Geld ausgebe, könnt ihr das auch mal schreiben. Oh, ich glaube, es geht gar nicht weiter zurück hier. Es geht gar nicht weiter zurück. Ich muss echt hier den nehmen. Der ist unmöglich, der erste. Vielleicht musst du dich in der Brille irgendwie so festhalten. Ja, oh, vielleicht. Oh, der sieht gut aus. Ach, Digga. Mann, ey, Leute, hat leider nicht geklappt. Wir gehen wieder weiter zum Glücksrad. Also, Freunde, wir haben jetzt als nächstes dich dabei. Wie heißt du? George. George? Okay, was geht? Also, George, du hast jetzt hier die große Ehre. Du darfst drehen. Und das, was drankommt, das bezahle ich dir. Eine Fahrt. Hast du Bock? Ja, gerne. Okay, dann dreh auf jeden Fall. Also, Leute, mal schauen, was auf jeden Fall drankommt für ihn. Okay. Glücksrad, okay. Das heißt, wir gehen zu diesem Glücksrad, zu diesem großen Glücksrad. Ja. Und ich bezahle dir ein paar Dreher. Okay, let's go. Also Leute, können wir auf jeden Fall ihm auch noch mal. Und zwar 3 Dreher kriegt er. Hey Bro, hier einmal. Ich schiebe 3 Dreher auf den Nacken. Kann ich denn gerne haben? Okay. Ich wünsche dir Glück, ja? Mal schauen. Knapp. Ey, aber Auswahl. Das ist
ist auf jeden Fall krass, Jungs. Sehr nice. Nur Araber können das. Kommt ins Café. Ey, jetzt bin ich gespannt, was du nimmst. Kannst dir alles auswählen. Okay, auch romantisch, ne? Ey, das ist nice, wirklich. Zeig mal in die Kamera. Das ist ehrlich süß. Für deine Freunde, oder? Ja. Vielen Dank, Jüpse. Vielen Dank, Gott, Schlammer, ne? Okay, Freunde, es geht auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Dreher. Mal schauen. Mal schauen, was auf jeden Fall kommt. Okay, okay, okay. Und, oh, Bruder, was ist das? Oh mein Gott, nein! Alter, das ist das Avenger, Digga, das war sauknapp. Oh nein, Digga, das ist das Schlimmste von allen. Let's go. Ey, Leute, mein Endgegner. Ich muss erstmal gucken, ob ich groß genug bin. Was meinst du, passt das? Oh mein Gott, Leute, ich habe ein bisschen Angst, ich bin ehrlich. Ich bin das noch nie gefahren, aber das wird schon irgendwie gehen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. So, kommt zurück, die Bügel schließen. Ey Leute, ich habe ehrlich übertrieben Angst. Ich bin das noch nie gefahren. Wir werden sehen. Ja, ein herzliches Oh mein Gott! Servus! Oh mein Gott! Grüezi! Okay, ich bin jetzt erstmal so ein bisschen hoch. Oh, Bruder! Ja, oh mein Gott! Ganz entspannt Okay. Oh mein Gott! Bro! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Das war das Krasseste mit Abstand. Ich bin jetzt komplett tot. Alter, ist richtig schlecht. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, kostenloses Abo. Bis dann, ciao.